So, herzlich willkommen zurück bei Factorio, diesmal in Sparbesetzung mit Lutz und mit Casino. Hallo. Hallo. Ich muss mal reloggen, bei mir sind wieder alle Items weg. Na super. Flo ist heute leider nicht dabei, wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen nicht, der hat leider keine Zeit, aber das passt schon irgendwie. Ich habe Lutz ein bisschen eingebaut, der ist gefährlich, der steht jetzt für immer da drin. Also ist Lutz eigentlich auch nicht dabei, sozusagen. Ja doch, er kann aus seinem kleinen Bunker mit dem einen Fließband drinnen zugucken. Ich gebe euch Anweisungen. Ah, da sind meine Items noch. Hey, immerhin kannst du im Kreis fahren. Nein, nicht mal, das vierfach frei machen müssen. Ah, jetzt habe ich auch Sound. Irgendwie war der Sound auf einen anderen Monitor gelegt. Dummisch hier, wie schien der los? Nein, ich habe ihn rausgelassen. Oh, das geht in Deckung. So, ich wollte Reparaturroboter bauen, deswegen ist hier alles ohne Strom, ne? Was brauchte ich denn dafür? Ich brauchte Kunststoffstangen. Also ich brauche Kupferplatten. Brauche ich nochmal Kupferplatten für irgendwas? Nein, dann nehme ich mir jetzt erstmal ein Inventar vor. Was kann ich jetzt hier machen? Hast du irgendwas hier? Hier werden jetzt Tränke hergestellt. Die Lanne. Ja, ihr könnt das Logistiksystem einrichten. Brauchen wir. Hatten wir nicht rechts irgendwo was aufgebaut? Läuft das alles bei Dashment, wenn man auf Karte gibt? Guckt. Ich könnte auch, soll ich einfach ein paar Alien-Artefakte besorgen? Ja, das wäre auch cool, dann können wir weiter forschen. Ja, mach ich das, dann brauche ich nochmal eine neue. Wo Engpässe sind, heb die auf, weil ich glaube. Du hast da unten eigentlich einen Bahnhof. Oh, ups. Du weißt keiner so genau. Okay, Kupferplatten hatte ich schon reingepackt. Das brauche ich noch. Das gehört hier nicht zu. Kunststoffstangen. Grünes Zeug. Und elektronische Schaltkreise. Produzieren wir irgendwo elektronische? Haben wir eine Kiste für elektronische Schaltkreise irgendwo? Ja. Wo? Was für welche? Elektronische Schaltkreise, die grünen Dinger hier, die da drauf liegen. Haben wir eine Kiste für? Ich glaube, ja, ich ist da oben. Ja, Hilfe. Wechsel gerade nochmal die Waffe. Ja, siehst du sie? Da, hier. Ach nee, das ist ein Roboter. Oh. Ja, dann. Wie da wechselt unten man nochmal die Waffen? Weiß. Tab. Ja, guck, ich wusste. Bei mir geht Tab nicht. Q. Ah, ja. Ja, fast dasselbe wie Tab. Ja, fast. Okay. Ich hol die Sachen einzeln, ansonsten vergesse ich die Hälfte. Ja, das Zeug läuft. Da unten werden Motoren hergestellt. Hier werden die total Imba-Chips hergestellt, die so teuer sind. So, Kunststoffstangen. Oh, wieso kommen hier so wenig rote Chips entlang? Hat jemand rote Chips geklaut? Nein, ich baue gerade meine eigenen, weil so wenige da waren. Du hast sie geklaut. Nee. Haben wir eine Kiste für Kunststoffstangen? Wie sehen die überhaupt aus? Das ist das weiße Zeug hier. War da eine Kiste für? Bist du gerade bei mir? Ja, hier ist eine Kiste mit Kunststoffstangen. Ja, genau. Eigentlich müsste unten eine sein, wollte ich sagen. Holy shit, die sind ja voll stark hier, Alter. Die Aliens. Ja, bring dich nicht um, ne? Nee. Oh. Doch, bring dich bitte um. Okay. Pack erstmal eine Kiste hier auf Safe hin mit meinen Klamotten. Ne? Stimmt, das ist eine gute Idee. Alter, wieso ist das scheiße gebaut? Wieso werden hier so wenig Chips hergestellt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mit den Chips nichts zu tun. Ich kann dir nur sagen, falls irgendwo kein Strom ist. Das alles hier. Kunststoffstangen.
Okay, die sollten produziert werden. Der müsste alles haben. Was braucht der? Stahlträger, Eisenzahnräder. Stahlträger, rote Chips, Eisenzahnräder. Woraus macht man Eisenzahnräder? Eisenplatten. Metall. Eisenplatten. Sag ich doch. Dann stell. Wir haben bestimmt keine Eisenzahnradkiste, oh, holy oder? Shit. Okay. Ich bin erstaunt. Gut, dass ich die reingepackt habe. Ja gut, ich kann alleine keine Artefakte packen. Looten. Soll ich dir helfen? Ja, muss er, wenn. Ja, müssen wir. Wir brauchen dicke Waffen. Ich bin nicht dick. Ich bin nicht dick. Wow, ich hab grad mega die Lags. Ah, weil er gespeichert hat. Ja, ja. Warum speicherst du einfach? Autosave. Eigentlich alle halbe Stunde. Brauch eine Montagemaschine. Wir brauchen ganz viel von der roten Munition, na Lutz. Ja. Und so. Können wir irgendwie Maschinengewehr oder so aufbessern, so in Sachen forschen? Ich guck mal. Da generell, wie schade, wie machen die so wenig Schaden? Mittlerweile sind die auch stärker, Alter, die Viecher. Die kann man nicht mehr so leicht umboxen. Vorher konnte ich ja schön alleine rumlatschen, ey. Jetzt geht Kugelfeuerrate, Militär 4. Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Kampfroboterschaden. Persönliche Laserverteidigung. Ich sehe hier nichts für Waffen mehr, was wir machen können. Ich glaube, das haben wir schon fertig. Ich kann Kugelfeuerrate machen. Das ist gut dann. Bau mal hier bei den Eisenteilen, die nicht mehr arbeiten, die baue ich ab, ne? Jo. Kann man anderweitig benutzen dann. So, der hier müsste jetzt eigentlich auch alles haben. Was macht der hier? Flugroboter. Bauroboter. Okay, das heißt, ich brauche einen Dingsarm, der hier zwischen ist. Okay. Und dann. Irgendwie ist das seltsam, dass die Musik immer kurz da ist und dann ist sie wieder weg. Ah, wie bei Minecraft. Ach. So auch voll random da die Musik, oder? Ja, ja. Ich brauche noch eine Kiste. Oh, das kommt von da. Zack. Okay, jetzt das Einzige, was ich jetzt noch brauche, sind Batterien. Da haben wir unten eine Kiste. Batterien, Stahlträger und Elektromotoren. Wo werden Elektromotoren hergestellt? Da, wo Batterien hergestellt werden. Lass mich raten, dafür haben wir keine Kiste, oder? Doch, bestimmt. Batterien. Sicher, dass wir eine Batterienkiste haben? 200%ig. Sicher? 300%ig inzwischen. Hier ist eine Kiste, in die eine Batterie reingelegt wird und danach wird sie sofort aufs Förderband gelegt. Ja, das ist sie. Okay, in der ist nichts drin. Okay, dann sammle ich jetzt alle Batterien, die hier auf dem Förderband liegen, ein. Wie viele Batterien habe ich? 217.
brauche mehr. Noch mehr? Ja, ich will unser ganzes Ding hier mit diesen Autorobotern absichern. Autobots. Ja. Ich habe übrigens auch die Produktion von Akkumulatoren mal angehalten. Wir haben genug Akkumulatoren für die nächsten 10 Jahre. Vorsicht, Zug. Bis so lange wollte ich das Spiel nicht mehr spielen. Na, mal gucken, ne? So. Fuck, ich hätte noch grüne Chips mitnehmen können. Ich habe schon wieder vergessen, wo die Kiste war, aber ich finde sie. Hier ist nochmal eine Kiste. Hier oben. Hier, hier. Was, hier. was? Das? Oh mein Gott. Für den Chips. Warum ist die Kiste nicht angeschlossen? Weil die ganzen grünen Chips geklaut hat und dann keine Tränke mehr hergestellt wurden. Also brauchst du die Kiste hier oben gar nicht mehr. Dann kann ich die Kiste mit allen Chips mitnehmen. Ja. Meins. Nice. Gratis-Kiste abgestaubt. Oh, sind überhaupt Schallträger? Nee. Fail. Oh. Wieso habe ich keine Fabriken mehr? Drei reichen nicht. Was fehlt mir jetzt? Metall. Stahlträger und Elektromotoren brauche ich jetzt noch. Metal. Stahlträger und Elektromotoren. Müsste es mehr als genug unten geben. Ja, ich weiß nur leider nicht wo. Ich habe gerade sowieso nichts zu tun, weil ich 500 Euro... Ich auch nicht. Arbeitslose. ...mal Taschefabriken bauen muss. Ah ja, hier sind ein paar Elektromotoren. Ich habe alle genommen. Und wie viel waren das? Das ist hier so eine Fabrik gewesen, die Flugrobotergestelle herstellen soll. Aber das war eine Kiste, die dazu geliefert hat. Aber ich weiß nicht, was das hier unten ist. Ich glaube, da unten sollten die... Ja, da könntet ihr euch drum kümmern, das euch unten mal anzugucken, dass wir da die Logistikroboter herbekommen. Ich will keinen Logistikroboter. Ich dachte, die wären voll geil. Hast du mir selber gesagt. Ja, es war nicht ich. Das war der Flo, der davon geträumt hat. Ich finde, die machen das alles viel komplizierter. Ich bin ein Fließband-Fan. Wenn du einfach requesten kannst, was du haben willst. Das ist komplizierter. Ja, undurchsichtiger. Mit den Fließbändern weißt du immer, wie was wohin geht und kannst den genauen Weg verfolgen. Und wenn du die Logistikroboter hast, die fliegen halt irgendwo zu irgendwelchen Kisten hin und du hast nicht direkt irgendwie eine Verbindung zwischen den Kisten. Mhm. Das ist irgendwie komisch. Wenn hier irgendwo Eisen fehlt, dann sehe ich direkt, oh, die Firma hat nicht genug Eisen, weil es da und da hängt. Sobald die Logistikroboter rumfliegen und die Teile mit Eisen versorgen, dann heißt es kein Eisen da und du weißt nicht, wo es hängt. Da musst du überall erstmal nachschauen, bis du den Fehler gefunden hast. Ich brauche noch einen schnelleren Greifarm. Okay. Was machen die lernenden Tränke denn? Bauen sich hier. Forschen. Also ich gleich dann nach der Kugelfeuerrate soll ich da mal was forschen mit lila Tränken. Du kannst alles forschen, was du willst jetzt. Nice. Okay. Theoretisch. So, dann baue ich... Ich komme einfach selber nicht mehr auf das klar, was ich hier gebaut habe. Oh ne, warte mal, das ist völlig falsch. Okay, wir haben einen Roboter-Hangar. So, du stellst Flugrobotergestelle her.
Halt, warte, 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 warte. Robotergestelle müssen ja da oben rein. Warum macht er keine Bauroboter? Weil er keine grünen Dinger hat. Hab ich die denn reingetan? Da habe ich die reingetan. Ich brauche noch mehr grüne Chips. Kann's ja auch übertreiben. Eigentlich nicht. Na gut, vielleicht auch nicht. So, und dann mache ich hier eine Kiste hin. So, und eigentlich, wenn ihr alle richtig steht, seht ihr jetzt gleich, wenn das Licht angeht. Im Moment, ob ihr alle richtig steht. Aber vorher brauche ich noch einen weiteren Strommasten. Ich brauche Holz. So, wir haben Bauroboter. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch, du könntest dir so ein Energieschild craften eigentlich. Energieschild MK2, Nino, dann kriegst du wahrscheinlich die Roboter auch tot. Die Aliens. Prozessor. Die lilanen Dinger werden irgendwo hergestellt, das weiß ich. Ah, ich brauche da trotzdem aber Hilfe, allein schaffe ich das nicht da. Ach. Ist das zu lang? Glaube, du musst einfach nur an dich glauben. Ja, ich glaube auch, du musst einfach nur an dich glauben. Ich glaube auch an dich. Ja, ich habe letztens wieder Yu-Gi-Oh! Geguckt, ein paar Folgen. Das ist wie mit der Genki-Dama. Genau. Wir schicken dir alle unsere Kraft. Genau. Was, wenn ja? Okay, ich habe mir schon wieder alle grünen Prozessoren aus der Kiste geklaut. Ich komme meine Montagemaschine 2. Hier. So, wir haben 16 Bauroboter und 4 Roboter-Hangars. Hangars. Und ich brauche noch 2, Geschwindigkeitsmodule. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, und jetzt brauche ich noch 4 grüne Dinger. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Jetzt stelle ich 2 davon her und während die hergestellt wird. Ach, Kugelschaden 4 hast du schon reingepackt, okay. Ja. Gute Idee. Bezieht sich das eigentlich auch auf die Türme? Nee, ne? Doch. Ja? Okay, ja. Dann ist das gut. Ja, du musst ja theoretisch, musst du dir für Energieschild MK2 ja nur irgendwo 10 lila Prozessoren herholen und 10 Energieschilde machen. Und dafür brauchst du Stahlträger und erweiterte Schaltkreise. Die findest du hier irgendwo. Hallo Zug. Modulare Rüstung wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Okay. Auf jeden Fall, das, was ich hier gebaut habe, sieht mega kacke aus, aber es funktioniert. Sehr gut. Hier gebaut. Ah, Roboterhangare. Wow, wir haben ja schon ein paar. Ja, das da unten sollten die Logistikroboter werden, aber ich kenne mich mit denen nicht aus. Und ich habe mit unserer Verteidigung zu tun. Deswegen wäre es cool, wenn sich jemand anderes damit beschäftigen könnte. Logistikroboter. Das hier, der braucht einfach nur Batterien. Die Batterien sollten... Ja, das hier unten haben wir ja mal aufgebaut für die Roboter. Ah, von da kommen. Roboterhangare haben wir hier ganz viele. Na gut, jetzt haben wir da welche gebaut. Richtig viele Roboter-Logistik. Logistik-Roboter. Die roten kommen an. Ich baue mal so ein Energieschild MK2. Ach, das soll da rein. Da
Lutz, hier die Konstruktion. Die lila Prozessoren waren wo? Da, wo der Nino steht. Ah, okay. Und ich... Nino hat sie alle rausgenommen. Keine mehr. Nee, ich hab gar keinen genommen. Lüg doch nicht. Sind gar keine mehr da für dich. Muss gar nicht erst herkommen. Ich komm trotzdem her. Wo werden die denn hergestellt? War 5 Stück brauche ich davon, ja. 10 brauchst du. Oh, jetzt habe ich 50 genommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für die modulare Rüstung, Walter Schaltkreis, brauche ich auch nochmal. Ich baue gerade Energieschild MK2 erstmal. Da eigentlich. Haben wir irgendwo Schaltkreise über? Die roten. Wo werden Elektromotoren hergestellt? Da oben. Guck mal, hier ist sogar alles direkt in der Nähe, was du brauchst zum Bauen hier unten. 7, 8, 9, 10, perfekt. Wenn der fertig ist. Das Energieschild MK2 müsste ich mir bauen können, sobald der fertig ist. Keine Ahnung, was es macht, aber vielleicht habe ich da eine zweite Lebensleiste oder so. Du baust dir die modulare Rüstung. Ja. Warum eigentlich modular? Weiß ich nicht. Ah, okay, deswegen. Ach, deswegen. Brauchen wir noch Akkumulatoren? Ich hab das, die Produktion ist schon unterbrochen. Wieso wird hier noch gebaut? Die Akkumulatoren werden nicht mehr gebaut, eigentlich. Da, wo ich stehe, ist eine Akkumulatorfabrik, die ganzen Batterien frisst. Ach so, nee, ich hatte oben den Greifer mal nicht weggenommen. Die kannst du stilllegen, wir haben mehr als genug Akkumulatoren. Die Fabrik hätte ich stehen gelassen. Nein, das ist jetzt meine. Okay, für den Fall, dass wir nochmal welche brauchen. Weil die auch nochmal im... Ja, okay, stimmt, vielleicht, eventuell. Weil die sind ja für die Solarzellen. Eigentlich will ich sämtliche Dampfmaschinen durch Solarkraft ersetzen. So. Aber Dampfmaschinen sind toll. Energieschild, um den Spieler zu schützen. Was macht man jetzt damit? Ich glaube, das pockt von alleine. Na, wenn du mal Rechtsklick auf deine Rüstung machst, dann hast du so ein extra Fenster. Oder ist es ein Duo? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab so eine Rüstung gerade nicht an. Weil wenn du eine Rüstung hast, dann kannst du irgendwo, hast du so ein Fenster, wo du deine Equipment reinmachen kannst. Rechtsklick drauf. Nicht bei der schweren Rüstung, oder? Nee. Da braucht man dann das die Modulare, so oder wie? Ja, genau. Okay. Guck, jetzt klappt's auch mit den Batterien nach unten wieder. Hier oben kommen welche an. Ach, wunderschön. Dann baue ich mir auch mal so eine modulare Rüstung. Ah, fuck, jetzt habe ich die ganzen Batterien hier weggenommen. Das wollte ich gar nicht. Nein. Hast du jetzt alle weggenommen? Ja, ich lege die dabei einfach wieder aufs Förderband. Oh nein. Oh mein Gott. Wir werden nie wieder Logistikroboter haben. Wir haben übrigens schon 50 Logistikroboter hier. Wie hat man nochmal Sachen hingelegt? Mit Z. Mit Z? Du musst den nicht hinlegen. Ja. Scheiß drauf. Du bist da oben in die Batteriekiste rein. Die werden da automatisch rausgenommen. Zu spät, jetzt habe ich sie alle da hingelegt. Nein, jetzt haben wir hier einen Stau. Oh Gott. Oh nein, wir haben zu viele Batterien da rumliegen. Wir werden alle sterben. So, modulare Rüstung, perfekt. Ja, das scheint hier alles zu laufen. Ja, was machen wir jetzt mit den ganzen... Ich meine, die Logistikroboter müssen wir ja irgendwie benutzen. Können wir machen. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich werde jetzt gleich, wenn der da oben... Ich mache die Rüstung ja eigentlich nur, weil ich darauf warte, dass der hier... dass meine Maschinerie da oben, meine Roboterhangar mit den Reparaturrobotern herstellt. Und dann gehe ich unsere ganze Defensive ab und place da ohne Ende Reparaturroboter rein. Na gut, dann tue ich hier mal anfangen. Wo haben wir denn überall schon einen Hangar? Ach, da haben wir ja schon einen Hangar mittendrin. Voll gut. Ach, meinst du bei den Solarzellen oder wie? Nee, bei den Solarzellen innen drin, der sind die Reparaturroboter, falls bei den Solarzellen was schief geht. Das passt schon. Ich meine den anderen Hangar. Okay. Von anderen Hangaren. Hier noch ein Hangar hin. Von anderen Hangaren habe ich keine Ahnung. Dann Hangar ich noch hier alles zu.
Boah, passt genau nicht. Da noch ein. Oh. Natürlich auch nicht hin. Ich habe jetzt die modulare Rüstung. Die zieht man einfach an, indem man sie unten links reinlegt, ne? Richtig. Und dann einen Rechtsklick. Und dann kannst du die Rechtsklick auf die Rüstung machen, dann öffnet sich nochmal ein Fenster. Ah. Ach cool, jetzt habe ich unten noch so eine Leiste. Aber die ist leer. Muss ich jetzt noch eine Batterie mitnehmen? Oder ach nee, ich glaube, ich weiß, was man da machen muss, um die aufzuladen. Das hatte ich irgendwo hier mal gesehen. Tragbares Solarpanel. Ist nutzlos in der Nacht, aber ist ja egal. Kann aber auch hier Nachtsicht machen, ne? Hier war aber noch irgendwas anderes. Tragbarer Fusionsreaktor wird in Rüstungen eingefügt, um andere Geräte mit Strom zu versorgen. Den würde ich gerne als nächstes forschen. Dann mach das doch. Ja, ich warte erst, bis der Kugelschaden geht übrigens nicht weiter. Dann fehlt irgendwas. Wahrscheinlich die lilanen, oder? Wenn ich hier eine Batterie jetzt in die Rüstung tue. Ich gehe davon aus, dass die lilanen Tränke dann fehlen. Ja, warum? Nee, fehlen sie nicht. Hier sind x-tausend lilane Tränke. Drei Objekte benötigen Bauroboter. Lutz, bist du sicher, dass das mit den lila Tränken funktioniert? Weil das Förderband ist bis oben hin voll, aber die werden nicht genommen. Ah, ich muss noch gleich mal. Ich muss noch eins bauen. Eins. Nee, Moment. Doch. Drei von diesen Scheißteilen. Hier hin. Dann brauche ich noch einen. Hier hin. Und. Weil es so lustig war. So. Ah doch, die und Forschung geht weiter. Das ist halt nur ultra lahm. Hier, die blauen Tränke fehlen. Stimmt, warum fehlen die blauen Tränke? Blauen Tränke werden anscheinend zu wenig gemacht. Warum? Blauen Tränke, die kommen von hier. Da, wo ich bin. Ich folge dir. Und Zug! Oh. Erschreck mich nie wieder so. Oh, die lilanen Arme zum Bauen fehlen. Die werden hier produziert. Und denen fehlen die blauen Arme. Und bei den blauen Armen fehlen grüne Chips haben die. Den haben sie genug. Metall haben sie genug. Sie produzieren die nichts. Moment. Da wird es ja rübergebaut. Grüne Chips, die müssten doch theoretisch. Hier kommen. Die kriegen keine grünen Chips. Wir brauchen grüne Chips. Also hier oben rechts sind tonnenweise davon. Hier oben rechts stauen die sich sogar. Warum ja, steht hier ein. Die grünen Chips abgreifen und deswegen. Warum? Seit wann steht hier oben ein Roboterhangar? Ja, hab ich dahingestellt. Die müssen alle noch mit Strom versorgt werden. Das klingt nach einem Job für. Nicht mich. Den oben habe ich. Sofort mit Strom. Ja, den oben habe ich mit Strom. Ich habe gar keine Ahnung, wo die alle sind. So, jetzt müssten gleich wieder grüne Chips, die blauen Tränke kommen. Fließen, sagst du? Kann irgendwas Neues wieder. Ja, warte, ich würde gerne. Ich brauche Stahlträger. Wo finde ich Stahlträger? Oben an die Wenn so eine Forschung rot markiert ist, warum kann ich die dann. Also, warum kann man die nicht forschen? So rot hinterlegt. Den tragbaren Fusionsreaktor würde ich gerne forschen. Aber das kann ich nicht. Klick mal an und dann siehst du, dass dir noch tragbares Solarpanel fehlt. Okay, dann forsche ich jetzt tragbares Solarpanel. Geht ja schnell. Jetzt, wo die blauen Tränke wieder fließen. Was ist mit dem los? So, die Roboterhangar werden hier oben auch langsam erstellt. Oh. Bauroboter haben wir
mehr als genug. Wie funktioniert das denn mit diesem Energieschild? Das musst du in die Rüstung reinziehen und dann brauchst du das, was ich gerade, also das, was ich als nächstes nach dem Solarpanel erforsche. Weil das muss mit Strom versorgt werden, das Schild logischerweise. Und das ist dann eine zusätzliche also quasi eine zweite Lebensleiste. Und du könntest ja auch so ein tragbares Solarpanel machen. Aber ich erforsche jetzt einfach den tragbaren Fusionsreaktor. Aber der kann ein bisschen dauern. Ich glaube, der ist nicht so schnell. Geht. So, was fehlt mir? Es geht da. Was wollte ich denn gerade bauen eigentlich? Ah, genau. Wie sieht das eigentlich? Das Kohlefeld hier oben ist übrigens fast erschöpft, die eine Richtung zumindest. Brauchen wir die Kohle überhaupt noch effektiv? Noch brauchen wir ja die Dampfmaschinen. Oh! Oh. Die Dampfmaschinen laufen auch auf voller Leistung. Vielleicht muss ich doch noch ein zweites Solar-Gedingse bauen. Wenn die auf volle Leistung laufen, dann wäre es vielleicht nicht. Ja, verfügbare Leistung ist voll und Leistung ist auch voll. Aber ich weiß nicht, ob die einfach nur voll sind, weil sie halt hier drin stehen. Ach nee, guck mal, die Solarzellen sagen, sie hätten noch ordentlich was in petto. Die werden halt nur zuerst benutzt. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen, wenn Nacht wird, dank den Akkumulatoren, die wir uns so teuer gekauft haben. Warum ist da eigentlich ein roter Punkt mitten in unserer Base? Manchmal so ein Grafikbug oder so. Ich sehe keinen roten Punkt mitten in unserer Base. Ich laufe gerade auf ihn zu. Gibt's mehrere, ja. Links sind da auch welche, ja. Ach, das sind die Zugstationen. Die roten Punkte. Die roten Punkte sind übrigens die Zugstationen. Ah. Zugstationen, okay. Ach so. Danke, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Sorry, das hätte ich echt früher sagen können. Ja. Hat die ein Kohle keine Energie? Vielleicht muss ich doch schon mehr Solarzellen bauen. Was brauche ich überhaupt für so einen tragbaren Fusionsreaktor? Sehe ich das schon? Alien-Artefakte. Ja, die müssen wir gleich mal zusammensammeln oder so. Soll ich direkt gucken, ob ich, dass ich zwei Fusionsreaktoren baue? Einen für dich, einen für mich? Ich will auch einen. Ne, ich nehme zwei Fusionsreaktoren. Warum zwei? Ich nehme eine Atombombe. Weil zwei cooler sind als einer. Also du brauchst erstmal eine modulare Rüstung. Die habe ich mir schnell zusammengebaut. Mhm, das will ich sehen. Okay. Ah, guck, so, wo hast du denn unsere Alien-Artefakte hingepackt? Die sind zu Tränken verarbeitet worden. Nee, noch ja, nicht. Gibt's. Aber viele. Okay, ich kann einen Fusionsreaktor bauen. Ihr habt alle Pech gehabt. Allerdings noch welche auf dem Band. Nimm die da auch noch. Ja, die reichen nicht. Dafür. 30. Aber der Lutz gleich mal kommt, dann können wir die mal hier ein paar rasieren. Ja, ja. Ey, rasieren. Ja, das ist echt schlimm mit der Gesichtsbehaarung von denen. Wow, ich muss mal gleich kurz Fenster zumachen, weil hier sieht so aus, als ob gleich ein mega Sturm losbricht. Ah, den hatten wir heute hier schon. Oh. Wow, okay, ich bin gleich wieder da, Moment. Bing! Gleich mal alles umwerfen. So, ich warte auf den tragbaren Fusionsreaktor, dass die Forschung fertig ist, dann kann ich einen bauen. Sag mal, die lila Chips, werden die eigentlich auch irgendwo dauerproduziert? Wie macht man die überhaupt? Schwefelsäure, ja. Elektronische Schaltkreise. Ah ja, doch, die werden... So, da bin ich wieder. Jo.
Ja, den Sturm, der Sturm war heute, also das Gewitter war heute schon hier. Es ist, hast du gehört? Köln ist ja abgesoffen. Köln und Düsseldorf. Ja, ja. Ich hab's vor Köln noch abbekommen. Ist die halbe Stunde schon voll? Ja, leicht drüber. Okay. Kann man dann kurz Pause machen? Oder musst du gerade noch was ich machen? Ich wollte eigentlich gerade sagen, lass noch warten, bis der tragbare Fusionsreaktor fertig ist, aber die Forschung stockt gerade eh. Weil keine blauen Tränke mehr da sind. Schon wieder, echt jetzt? Echt jetzt. Ich hab doch da oben. Ja, sind 3, 4, 5, 6 sehe ich. 7, 8, 9. Ja, die lilanen Arme fehlen wieder, ne? Ne, die blauen Arme. Ja, meine ich. Ne, hier ist voll. Lilanen Arme fehlen. Was fehlt denen denn? Grüne Chips? Alter. Ganz ehrlich, man kann hier nicht einfach die grünen Chips abtragen. Die sind so. Ich hab noch wohl wieder, ja. Du hast mir die Kiste gezeigt. Von da sollte ich nehmen. Ja, mach nehmen, mal, aber nicht. Mach mal, wo welche? Wo das welche fehlen. Das war bestimmt der Flo letztes Mal. Das habe ich nämlich. Tausendmal habe ich diesen scheiß Arm weggebaut. Und tausendmal habe ich gesagt, dass ich es aber nicht abgreifen soll. Weil es genau reicht für da oben. Sag mal, wo welche fehlen. Ich komm da welche. Kann da welche hinlegen. Nee, ja, passt schon, passt schon. Ja, ich meine, ich hab die eh über. Und ich glaube, das Kupfer wird langsam knapp. Wir sollten so allmählich unser Zugsystem wir ausbauen. Haben links unten ist noch, glaube ich, ein Kupferfeld, was wir nicht angebaut haben. Sehr gut. Ich glaube, das liegt auch noch in unserer Base. Ah doch, das ist angebaut. Okay. Das wird doch für da oben auch benutzt. Ja, hier. Ja, aber das reicht nicht. Wir brauchen mehr! Noch mehr. Aber wir haben nicht mehr. Sonst, wo sollen die hin, die... Was ist das hier unten eigentlich Lustiges? Die Grün. Sonst, wohin sollen die? Wie gesagt, das passt. Ich habe da gerade den Arm... Ich habe schon korrigiert. Das passt jetzt. Ja, ich meine, ich muss die eh loswerden. Was ist das hier? Ich glaube, das ist eine Eisenproduktion für das Feld hier. Ah, okay. Hier liegt auch ein einziges Förderband drauf. Sehr gut. Ja, dann sollten wir den Zug mal hier hinleiten. Da oben ist doch schon eine Station. Ja. Aber müssen wir halt noch anbohren, ne? Mhm. Und hier rechts weiter ist noch ein Kupferfeld, aber das liegt außerhalb unserer Base. Und das ist auch irgendwie ziemlich viele Ausrufezeichen da. Geh mal kurz gucken, nicht, dass unsere Verteidigung da Probleme kriegt. Ja, der Wall hat hier ein bisschen was abgekriegt, aber nicht weiter tragisch. Ach, Ivo. Das läuft alles. Aber hier wäre noch ein Kupferfeld. Hier ist ein Kupferfeld angebaut, aber ist, also, das ist komplett voll, unbenutzt noch. Ja, und das hatte ich mal vorbereitet. Ist auch schon erschlossen und alles. Es fehlt halt noch der Strom, aber den kann ich ja eben schnell machen. Es muss halt dann nur irgendwie dahin, wo wir Kupfer brauchen, geleitet werden. Ja, ich wie gesagt, ich würde sagen, das machen wir dann nach der Pause. Ja. Zu spät, ich hab den Strom schon angebaut. Verdammt. Meine Verkabelung ist die schlechteste Verkabelung dieser Welt. Und hier ist übrigens auch noch ein Eisenfeld angebaut. Das ist allerdings schon mit dem Zug verbunden scheinbar. Aber ich weiß nicht, ob der hier lang fährt. Ja, doch, der leitet da oben, das da oben hin. Und ich muss nächste Folge dann, glaube ich, noch ein weiteres Solarfeld bauen. Weil irgendwie habe ich das, also, das ist alles voll, aber ich weiß nicht, ob das jetzt reicht oder ob wir zu wenig Strom haben. Nino, was sagst du dazu? Hör auf, vor mir wegzulaufen. Ich rede mit dir. Boah, jetzt muss man mal oben auf die Produktionsstatistiken drücken, Alter. Wie die abgehen, ja. Also unsere Produktion von Kupferkabeln ist echt,
Zoom mal ganz nah ran. Warum schütteln wir die ganze Zeit unsere Köpfe? Übrigens, glaub, die Aliens machen unten so ganz langsam deine Mauer, die du da irgendwann mal hingebaut hast, kaputt. Obwohl, nee, Moment mal, die habe ich ja abgesichert. Aber warum, guck mal, sind da so 30 Ausrufezeichen? Ich darf aktuell überhaupt nicht sterben, auf gar keinen Fall. Oh ja, guck mal. Hast hier unten hat aber einiges abbekommen, du. Naja, die schicken hier immer ganz schön dicke hin jetzt langsam. Ja, der Geschützturm ist schon kaputt. Hier, die gesamte Verteidigung hier ist kaputt. Ja, die eine Ecke. Ja, das ich denke den ersten, nee, zwei. Die lilanen sind ja kaputt, die kann man nicht mehr reparieren. Glaube ich. Ah. Oder? Ja. Die lilanen sind Schrott. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja oben noch ganz, ich habe einige dabei. So. Okay. Verteidigung hier unten steht wieder. Reparier das eben alles mal zu Ende. Dann baue ich den ersten Reparatur. Ich auch mit. Baue ich den ersten Reparaturhangar, baue ich dann am besten auch hier unten hin, ne? Boah, guck mal, was hier für Riesenviecher gestorben sind. Hier ist noch einer kaputt. Und da noch einer. Die haben ja voll die dicken. Die haben hier ja richtig reingeholzt, die Dudes. Die können unsere Türme aber nicht auto-engine, oder? Ah, ich glaube nicht. Also die Maschinengewehrtürme ja, Lasertürme nicht. Okay, dann sollte ich vielleicht hier unten noch ein paar Lasertürme. Ja, ich meine, das ist ja anscheinend noch nicht passiert bis jetzt. Ich habe ja noch welche. Ja, Jungs, ich brauch die Pause. Ja, warte. Ja. Der tragbare Fusionsreaktor ist fertig. Dann gebe ich den jetzt schon in Auftrag und nächste Folge beginne ich dann damit, den in meine Rüstung einzusetzen. Haha. Obwohl, ja okay, der ist jetzt jede Sekunde fertig. Aber ich baue den nächste Folge erst ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.